In wenigen Wochen ziehen Alex und ich von der Wohnung in ein Haus. Und wie wir den ganzen Umzug und alles drumherum geplant und strukturiert haben, das zeige ich euch heute. Das hier muss natürlich alles abgehängt werden und die Löcher gestopft. Genauso auch wie hier diese beiden Regale, die Uhr und natürlich auch dieses Makramee. Regale in der Küche und ein Bild. Worauf ich ja gar keine Lust habe, ist das ganze Geschirr einzupacken und einzeln irgendwie ja, einzuwickeln oder so. Und interessant wird es dann auch hier, denn diese ganzen Beete werden natürlich auch alle mit umgezogen. Oh. Ich sag's euch, wenn ihr die Vlogs verfolgt, dann habt ihr mitgekriegt, was es alles zu tun gibt. Und ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Und hab die ganze Zeit das Gefühl, so, ich darf nichts vergessen und ich hoffe, dass alles klappt und so. Jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß vermutlich, wie es einem dann geht. Ich bin immer ein großer Fan von Organisation und alles planen und am liebsten mache ich das auch schriftlich. Ich benutze zum Beispiel überhaupt nicht diese Handy- und Computerkalender. Ich brauche das alles in Papierform. Dieses Video hier wird unterstützt durch persönlicher Kalender. Da kann man sich individuelle Kalender zusammenstellen und die habe ich euch jetzt schon mehrfach vorgestellt. Ich arbeite mit denen schon viele Jahre zusammen, weil ich die richtig cool finde. Und ich freue mich sehr, verkünden zu dürfen, dass ich dieses Jahr meinen eigenen Kalender designen durfte, den man jetzt tatsächlich limited auch kaufen kann auf der Website. Wie cool ist das? Also wenn ihr euch das Design anschaut, dann wisst ihr ganz klar, wer meine Muse dafür war. Beim Design war es mir total wichtig, dass ich das alles selber machen darf und mir niemand reinredet. Deswegen wollte ich zuerst ein Foto machen. Das ist aber tatsächlich schwieriger, als ich gedacht hätte. Das sah dann nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich den Plan wieder über den Haufen geworfen und habe diese Blätter am iPad gezeichnet. Ich habe da so ein Zeichenprogramm und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe mir diese unterschiedlichen Blätter in Ebenen angelegt und konnte die dann einzeln bearbeiten. Und habe später, als mir dann alles gut gefallen hat, das Ganze noch auf den Computer gezogen und dort dann zusammengesetzt. Und dann durften natürlich auch ein paar Zitate nicht fehlen. Die habt ihr mit Sicherheit schon bei mir auf Instagram gesehen, weil die mich einfach sehr inspirieren, weil jeder so seine eigene Realität eigentlich kreiert. Und dann habe ich das Ganze so rumgeschoben, bis es mir perfekt gefallen hat. Ich finde, der Kalender ist richtig schön geworden, nicht nur außen, sondern auch innen. Mir gefällt vor allem der Aufbau richtig gut. Und zwar habe ich auf einer Seite die Woche sozusagen und auf der anderen dann so ganz kleine Punkte, damit man selber irgendwie Lettern oder noch zusätzliche Notizen machen kann. Ich fand so diese Kombination aus Struktur und selber was journalen ganz cool. Das mache ich manchmal ganz gerne, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. In manchen Wochen habe ich dafür keine Zeit und dann freue ich mich sehr, wenn ich auch ganz normale Kalenderfunktionen habe sozusagen. Die Seite mit dem Kalender habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt, wenn euch dieses Pflanzendesign auch gut gefällt. Ansonsten aber, wie gesagt, könnt ihr euch bei persönlicher Kalender auch ganz individuell euren Kalender zusammenstellen. Ich habe auch noch einen 10% Rabattcode, der bis zum 18. August gültig ist auf den gesamten Shop. Also ich blende euch den hier mal ein, wenn ihr ein bisschen was sparen möchtet. Ja, und das ist auf jeden Fall mein Lebensretter jetzt gerade, weil ich hier drin alles perfekt strukturieren kann. Und was genau wir der Reihe nach gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Wir sind heute im Haus und jetzt wird noch mal ein bisschen ausgemessen, damit wir wissen, was wir alles brauchen. Super praktisches Teil, das muss man einfach nur so an die Wand halten und dann misst das da vorne den Abstand. Und dann kann man den dann einfach da ablesen. Muss man nicht mit einem Meterstab rumlaufen. Ganz wichtig auch eins nach dem anderen. Das hier ist natürlich auch alles ein Projekt und eine Baustelle, aber das machen wir nicht direkt jetzt. Deswegen haben wir jetzt erstmal hier unten vermessen und damit wir wissen, was wir an Böden brauchen und Farbe und so weiter. Und ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass wir alles auf einmal machen können. Ich freue mich! Um einen
einen besseren Überblick zu bekommen, was es überhaupt alles zu tun gibt, habe ich erstmal To-Do-Listen geschrieben. Es gibt auf der Seite von Persönlicher Kalender auch eine süße Auswahl an Stickern und Stiften, die man sich dazu bestellen kann. Und für alle, die die Vlogs nicht verfolgen und das nicht mitgekriegt haben, hier eine kurze Zusammenfassung. Also wir haben ein Haus gekauft und da sind zwei Wohnungen drin sozusagen. Also der Keller wurde auch zu einer Wohnung umgebaut. Und es gibt ein bisschen was zu tun. Wir wollen neue Böden reinmachen und eben streichen und wir müssen eine kleine Wand entfernen. Und das muss einfach alles ein klein wenig geplant werden natürlich. Vor allem gibt es auch Sachen, die können wir nicht alleine machen. Da brauchen wir Hilfe von Freunden, beziehungsweise dann geht es einfach schneller, wenn man ein paar Helfer hat. Und damit diese Helfer dann auch informiert werden können, müssen wir natürlich erstmal wissen, was wir wann machen wollen, damit wir nicht in die Situation kommen, dass wir so fragen, hey, kann uns morgen jemand streichen helfen? Ich meine, die Menschen haben durchaus auch noch was anderes zu tun, als uns irgendwie beim Umzug zu helfen. Nachdem wir die To-Do-Listen und den Einkaufszettel dann geschrieben hatten, haben wir alles auf konkrete Tage verteilt und ich habe mir mit so Stickern wieder markiert, an welchen Tagen wir dann wirklich Hilfe von Freunden brauchen, damit wir da einfach ein bisschen schneller sind. Und die meisten haben einfach am Wochenende Zeit, deswegen ist das ganz gut, wenn man da einen Überblick hat. Dieses konkrete Überlegen, was es zu tun gibt und dann auch noch alles auf Tage verteilen, das ist erstmal ein bisschen anstrengend, weil man das Gefühl hat, das weiß ich doch jetzt noch nicht, wann was passiert. Man muss natürlich auch ein bisschen flexibel bleiben und großzügig Zeit einrechnen, aber so behält man einfach einen guten Überblick. Und heute schauen wir Böden an, um zu entscheiden, was uns gefällt und was man vielleicht bestellen müsste und so. Wir bestellen jetzt heute noch nichts, aber es ist ganz gut, glaube ich mal, vorher sich so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Sowas hier finde ich ja wunderschön. Auch der Boden hier ist wunderschön, auf dem ich gerade drauf stehe. Wir müssen nämlich nach unterschiedlichen Böden gucken. Also einmal für unten, da wollen wir vielleicht Laminat und dann für oben, da wollen wir wahrscheinlich Parkett. Haben wir mal so geguckt, was es gibt. Und das hier ist der Boden, den wir jetzt gerade in unserer Wohnung haben. Glauben wir zumindest. Sieht nämlich ziemlich ähnlich aus. Alex hat hier mal gerade noch unterschiedliche Platten nebeneinander gelegt. Das war der, den wir richtig gut fanden. Und die beiden sehen eigentlich auch ganz schön aus. Und jetzt soll man sich mal irgendwie überlegen, was man da am besten findet. Auch das ist etwas, womit ich mich rechtzeitig beschäftigen wollte. Wir haben hier so ein paar Sachen rumstehen, die schon längst mal irgendwo online eingestellt werden sollten, damit man sie verkaufen kann. Und dem habe ich dann auch mal ein paar Stunden gewidmet, einfach sauber gemacht, Fotos gemacht und dann online auf Plattformen hochgeladen, um die zu verkaufen. Und unseren Nachmietern habe ich auch noch ein paar Fotos geschickt, zum Beispiel von unserer Garderobe, weil die eben perfekt in diese Nische reinpasst, ob sie die dann übernehmen wollen. Also die kriegen sie geschenkt, aber dann ist das einfach auch schon mal so ein Ding, wo ich weiß, okay, das muss nicht mit umgezogen werden. Heute widme ich mich Dingen, die ich nicht mehr brauche. Und vor allem habe ich da in der Dusche so eine Baustelle. Das sind alles Produkte, die ich immer mal wieder auch benutze. Aber niemals brauche ich jetzt noch so viel Shampoo, bis wir umziehen. Und deswegen werde ich es jetzt ganz einfach so machen. Ich werde jetzt da nur noch so zwei Flaschen vielleicht drin stehen lassen, die ich jetzt benutzen kann, während wir noch hier wohnen und die dann hoffentlich auch leer sind. Und alle anderen Sachen, wo noch ein bisschen mehr drin ist, werde ich jetzt schon mal sauber machen und in eine Kiste packen. Schon mal ein kleines bisschen nach Möbeln schauen. Wir werden all unsere Sachen mitnehmen. Wir brauchen aber einen Kühlschrank, weil im Haus kein Kühlschrank drin ist. Und wir müssen nach einem neuen Sofa schauen, weil unser Sofa eine falsche Form hat für die Wand, an der es stehen wird. Es hat das L auf der falschen Seite. Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal ein L-Sofa kaufen. Das ist mit so mega unflexibel. Vielleicht lieber mit so einem Fußteil, was man irgendwie da vorstellen kann. Ich glaube, ich werde halt auch nichts bestellen. Ich möchte nur mal so ein bisschen rumgucken, weil Lieferzeiten, gerade bei Sofas und so weiter, ziemlich lang sind, habe ich festgestellt. Und ich möchte mal schauen, ob das beim Kühlschrank genauso ist oder ob es da anders ist. Und ehrlich gesagt, muss ich mich in die ganze Kühlschrank-Thematik überhaupt erstmal einlesen.
weil ich davon gar keine Ahnung habe, worauf es ankommt und so. Da steht Sale. Das gefällt mir. Die haben so schöne Sofas. Love it. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was wir gerade haben. Da lohnt es sich eigentlich immer auf den Sale zu warten. Die haben nämlich richtig regelmäßig welche hier. Oder die hier sind eigentlich auch ganz schön. Die sind jetzt aber noch nicht fertig konfiguriert. Deswegen sind die jetzt erstmal alle grau und haben irgendwelche random Füße. Und dann macht es auch immer Sinn, mal nach den Lieferzeiten zu schauen. Also hier zum Beispiel sind es jetzt 6 bis 8 Wochen und in den Sommermonaten sogar 8 bis 10 Wochen. Wir haben ja ein Sofa, deswegen ist das jetzt nicht so super tragisch, wenn das nicht perfekt zum Umzug da ist. Aber wenn man irgendwann dann ein Sofa haben möchte, dann ist es ganz gut, wenn man zumindest schon mal ein bisschen Plan hat. Wahrscheinlich werden wir aber wirklich erst final bestellen, wenn wir dann eingezogen sind und dann ganz genau wissen, was wir haben wollen. Kühlschrank, 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 Kühlschrank. Ich finde ja auch solche Kühlschränke hier richtig cool. Sie ist so ein bisschen wie ein Smack, aber kostet längst nicht so viel. Und was ich krass finde, ich habe gerade gesehen, hier steht jetzt tatsächlich lieferbar in 3 bis 5 Werktagen. Das ist ja auch schon mal richtig gut. Ich habe den perfekten Kühlschrank für Alex gefunden. Der da. Gibt's auch noch in anderen Farben? Wow. Okay, nein. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ach ja, aber hier sieht man, da ist die Lieferzeit schon etwas länger. Wie immer gilt natürlich auch bei einem Umzug rechtzeitig anfangen. Man sagt sich das schon in der Schule und dann in der Uni und im Berufsleben und privat auch immer. Und das, weiß nicht, wie es euch geht, klappt dann manchmal nicht so gut. Aber jetzt wirklich bei so einem Umzug, man spart sich so viele Nerven, wenn man rechtzeitig dran ist. Gerade der Zeitplan, muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil ich einfach, ich musste mich zwar einmal hinsetzen und mein Hirn ordentlich anstrengen, aber dann hatte ich einfach die nächsten Tage und Wochen Ruhe und konnte einfach immer wieder hier reingucken und wusste ganz genau, wann was ansteht. Also ich bin der Vergangenheits-Marie auf jeden Fall sehr dankbar. Auch wenn sie da in der Vergangenheit nicht so viel Lust hatte, sich genau zu überlegen, wann was Sinn macht. Nochmal als Reminder, mit dem Code MARIESKALENDER bekommt ihr 10% bei persönlicher Kalender bis zum 18.08. diesen Jahres, also 2019. Und den limitierten Kalender könnt ihr bis zum 31.10. kaufen. Alle Links, wie gesagt, in der Infobox. Wenn ihr daran interessiert seid, mehr von unserem Umzug zu sehen und was sonst noch alles so abgeht, dann schaut gerne doch mal auf unserem Vlog-Kanal vorbei. Ich verlinke euch hier einfach mal den letzten Vlog. Wir streichen, wir renovieren und wir machen eigentlich alles selber und mit Freunden. Also schaut sehr gerne vorbei. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und ich wünsche mir selber gute Nerven. Bis zum nächsten Mal. Ciao.